Hier in der Garage in Telocher, dem traditionellen Porsche-Quartier in Le Mans, bereiten die Mechaniker die Rennwagen vor. Der Countdown für das Rennen beginnt am Freitag mit der Fahrerbesprechung. Jacques X, Gijs van Lennep, Manfred Schurti, Jürgen Barth, Reinhold Jöst, Rennleiter Janke, Renningenieur Singer und Rolf Stommelen besprechen die Rennstrategie. Von 9 Uhr bis 4.40 Uhr, so wie es hier steht, muss mit Licht gefahren werden. Ein Schnellkursus in Pannenselbsthilfe rundet die Instruktionen für die Fahrer ab. Es gibt ja keine Möglichkeit. Weiterfahren. Auf jeden Fall durchfahren. So gut es geht. Du kannst ja nicht verstehen. Du kannst ja reden. Nein, du hast ein Mikrofon im Auto. Du kannst sagen, wenn du reinrollst, von der Schikane her, bleib sitzen oder wechsel oder. Wir sollen nicht so viel Strategie machen, sondern so schnell fahren, wie das Auto mag, dass es uns nicht wehtut. Ja, und das Gruppe 5-Auto, Herr Singer, wie schnell sollte das fahren? Was glauben Sie, wo kann der? 55 bis 4 Minuten. Wir halten uns dann auch in der Gegend auf von dem Mirage. Und dann gehen sie in die mörderische Materialschlacht. Vorneweg der Martini Porsche und der Renault. Dahinter das Feld der 53 anderen. 55 Autos insgesamt dürfen in Le Mans starten. Zur Freude des französischen Publikums nimmt der Renault von Jabouille die Spitze. Dahinter Jacques X und Reinhold Jöst. Doch die Freude währt nicht lange. Nach knapp 20 Rennminuten übernimmt Jacques X das Kommando. Wird er die Spitze während der nächsten 24 Stunden halten können? Sengende Hitze macht Fahrern und Wagen zu schaffen. Die Außentemperatur liegt über 35 Grad, im Wagen sind es über 50. Schon früh ermüden die Amerikaner. Der erste Stockcar muss aufgeben und die bullige Corvette raucht bedenklich. Mit 36 km/h Spitze läuft der Porsche 935 auf der Geraden. Rauch kündigt auch für den Turbo BMW das nahe Ende. Er hielt 1,5 Stunden.
In Le Mans heißt die Devise schnell und dennoch schonend fahren. Solche Schlenker tun dem Auto unnötig weh. Das ist Rennen und zugleich Volksfest. In der Abenddämmerung beginnen sich die Karussells zu drehen. Aber in der Porsche-Box dreht sich alles um das Rennen. Auch für Graf Gregorio Rossi und seine Frau. Mit der Nacht kommt etwas Gespenstisches über Le Mans. Für die Fahrer ist die Nachtschicht doppelt anstrengend. Zum Glück regnet es nicht. Das unverminderte Tempo im Dunkeln ist faszinierend und für manche ermüdend. Mit zunehmender Renndauer häufen sich die kleinen Ausrutscher. Besonders im Morgengrauen muss man auf der Hut sein. Die Martini-Porsche sind noch gut in Form. Stommel und Schurke sind Dritte. X und Van Lennep führen das Rennen immer noch an. Liechtensteins Skiweltmeisterin Hanni Wenzel putzt den Helm ihres Landsmannes Schurti. Der liegt inzwischen auf der Massagebank. Denn Rennen heute, das ist Hochleistungssport. Sonntags um 11 wird es plötzlich dramatisch für Porsche. Auspuffbruch am führenden 936, mangelnder Benzindruck am jetzt viertplatzierten 935. Dazu, nach Plankenberührung, ein zerfetzter Kotflügel. Ergeben sitzt Jackie X die Reparaturzeit im Cockpit ab. 34 Minuten. Fieberhafter Einsatz und natürlich große Ungeduld im Porsche-Team. Und die Konkurrenz holt Runde um Runde auf. Endlich gehen beide Wagen wieder ins Rennen. Und trotz Boxenhalt führt der Martini-Porsche von X van Lennep immer noch. Jetzt um 16 Uhr kommen sie endlich ins Ziel. Als erste X van Lennep vor dem tapferen Mirage. Stommel und Schurti als Vierte. Graf Rossi gratuliert Porsche-Chef Fuhrmann. Thank you.
Die tüchtigen Porsche-Mechaniker mit ihrem Siegerwagen. Wenn der Champagner spritzt, ist jede Müdigkeit verflogen. Für Porsche ist es der dritte Gesamtsieg in Le Mans. Erkämpft durch Jackie X und Gijs van Lennep.